Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Darksiders. Auf dem Weg zu... Wie hieß die Silita, ne? Auf dem Weg zu Silizium. Und ja, ich glaube, wir kriegen ja auch eine neue Fähigkeit später. Was? Der Reiter kommt, der Reiter kommt. Lali, lali, lu. Ja. Zack. Muss ein bisschen hier an meinem Schwungarm üben, ne? Da. Da ist der Doge. Der Engel. Ach, fuck, da komme ich schon gar nicht drauf. Weil, wie gesagt, neue Fähigkeit, weil dann können wir uns nämlich, glaube ich, da überall langhangeln. So war das. Ich will zufällig nach oben? Ich glaube, zufällig nicht. Ja, wobei, doch, das könnte sogar funktionieren. Das ist, glaube ich, so gar nicht gedacht, aber... Scheiße. Vorsicht, Vorsicht. Nein! Geh schon mal runter, verdammt. Scheiße. Jetzt rutscht er mal runter, das ist doch blöd. Was haben die vorher mit Absicht gemacht? Ach so, ah, guck mal, jetzt bin ich mich hier. So. Oh mein Gott! Das ist natürlich die Frage, wo muss ich jetzt hin? Wahrscheinlich sogar eher hier lang, weil. Oh. Achso, ich dachte, der ist schon tot, ey. Hat mich jetzt ein bisschen verwundert, aber. So, komm, stirb doch einfach, du kleiner Kackmongo, du kannst mir eh nichts. So. Ah, und ihr wollt auch noch mal ein bisschen, ne? Ja, ihr wollt auch Abreibung haben. Schon klar. Wollen immer, aber machen nichts dafür, weißt du? Ich muss sogar noch zu denen kommen. Also diese Engel immer. Oder weiß nicht, ob das hier die gefallenen Engel darstellen sollen. Keine Ahnung. Was ist denn hier eigentlich? Ha! Ja, naja. War jetzt komplett sinnlos, aber macht ja nichts. Ist man ja gewohnt. Nee, geht's nicht lang. So, da hinten brauche ich einen Schlüssel. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal. Zack. Gehe jetzt erstmal hier lang. Moment, noch haben sie mich nicht gesehen. So. Oh. Das hat er überlebt. Na, komm her. Du, das ist mir egal, wer da drüben seid. Ich mache euch so kaputt. Zack, down. Was bist du denn für ein hässliches Kackteil? Aha. Ach so, okay, das sind diese Eier einfach nur. Da kommen noch mehr raus. Ich verstehe. So, die Faust des Schicksals hat zugeschlagen. Aha, okay. Dann können wir schon irgendwas machen gleich. Wenn ich einmal da unten bin, dann komme ich aber bestimmt nicht mehr hoch, oder? Aber ich würde da eigentlich gerne runter, oder komme ich denn wieder hoch? Hallo. Jetzt muss ich eh hier runter. Bin zu heiß. Die explodieren ja. Ah, cool, man kann die zertreten. Hallo. Hallo. Weg. So. Flatsch. Und flutsch. Komm mal her. So. Jetzt können wir die kleinen Wanzen zertreten. Ja. Gut, hier ist ein Mechanismus. Den werden wir mal eben bewegen. Ich weiß gar nicht, was da passiert. Very interessant. Und ich komme da doch wieder hoch. Und zwar so.
Und so komme ich dann auch wieder runter. Also es ist alles kein Problem. Spielmechanik ist sehr ausgebufft. Da kann man alles Mögliche machen. Ah, okay, das funktioniert leider nicht. Das ist jetzt doof. Na gut. Dann muss ich halt hier zurücklatschen. Und... ich muss doch noch weiter hoch, oder? Is this possible? Oder geht das von hier? Achso, ja, also man kommt auch von da wieder runter. Ich wollte... guck mal da, ich wollte nämlich nochmal runter, weil... ich habe ja völlig vergessen, diese Truhe hier zu nehmen. Ne, und die paar Seelchen wollte ich mir doch gerne einverleiben. So, jetzt machen wir es aber mal. Also, wir versuchen es mal. Ne? Wie treiet, wie treiet. Das geht nicht. Das ist kaputt. Da. Boah, durch die Wand durch? Krass. Ach, guck mal, dann kommen gleich alle an, oder wie? Das ist ja herzallerliebst. Aua. Aua. Oh man, wenn ich so mache, ist das ja wie bei den Menschen. Ich krieg ja ein bisschen Leben dazu, ne? Moment, muss ich hier irgendwo hochklettern? Ich bin zu blöd und sehe das nicht. Aha. Okay, die Frage ist schon mal beantwortet. Ja. Gibt es hier vielleicht noch eine Truhe irgendwo? Vielleicht. Achso, nee, da muss ich wahrscheinlich rüber springen. Ja, Mensch. Na, dann kommt mal her. Ihr kleinen Fratze. Aua. So. So. Guten Flug. Wobei, ich weiß gar nicht, ob die dadurch sterben, ne? Durch so einen Aufprall auf dem... ja. Ja. Ja, ja, doch, doch. Ja, doch, auf jeden Fall. Da ist auch noch eine Truhe. Habe ich gerade so im peripheren Blickwinkel gesehen, dass da auch noch auf jeden Fall eine Truhe auf mich wartet dann. Sehr gut, Krieg. So läuft der Hase. So, ich möchte jetzt gerne mal ohne runterfallen irgendwie das schaffen, ne? Ist ja immer doof. Runterfallen ist ja nicht immer cool. So, die Frage ist, wie kann ich das jetzt so... ich muss das nämlich so dann machen. Ja! Natürlich funktioniert das nicht, das ist klar. Ach, ich bin... Mann, ich bin doch manchmal so blöd. Warum nehme ich einfach diese Chronosphären-Scheiß da, weißt du? Also manchmal... manchmal ist das echt unglaublich. Da fällt mir selbst nichts mehr dazu ein, sag ich euch. Das sind ja neue Spinnen da, wo kommt die denn auf einmal her? Nie ohne Wein. So, zack. Aber ich warte natürlich jetzt, bis wir das... juhu! Hoch. So. Mal gucken, was haben wir hier drin, ne? Schlüssel des Betrachters. Oh, dann komm ich schon wieder zurück. Schlüssel haben wir. Und wo wir damit hin müssen, ist eigentlich auch klar. Gibt ja eigentlich nur einen logischen Weg. Und den werden wir jetzt auch gehen. Jetzt halte ich schon mal fest. Hoch und runter können wir leider nicht. Hätte sein können, dass da noch irgendwas versteckt. Ist aber nö. Da kriege ich auf jeden Fall noch was. Aber erstmal Auge auspieksen. Und aufmachen. Okay. Das ist aber interessant.
Da oben ist eine Truhe. Ah, okay, ich glaube, ich weiß. Jules, was das Vieh hier unten macht? Das Aua? Keine Ahnung. Oh ne. Ah gut. Dann. Er läuft mir einfach nur ein bisschen hinterher. Oh. Sucht nämlich einen neuen Freund. Ja, wow. Läuft. So, dann. Scheiße. Er muss natürlich jetzt hier ran. Voll die epische Musik hier. Was ist denn da los? Krieg, ja. Gut doch. Nehme ich einmal kurz hier rüber. Ein weiteres Bruchstückchen kaufen auch noch. Holen. Natürlich nur. Ich gebe ja dafür kein Geld aus. Ich bin mir nicht sicher, aber... Irgendwas soll man damit bestimmt machen. Ich gehe mal jetzt hier einfach runter. Hä? Aha, also interessiert die anscheinend sehr viel, dieses komische Vieh. Aber jetzt bin ich hier unten, wie komme ich jetzt weiter? Weg. Hier. Wieso fahrst du? Muss ich überhaupt was mit der machen? Oder ist das so ein optionaler Gegner? Hier. Was denn? Was willst du von mir? Was ist da? Ach, da oben soll ich hin oder wie? Da komme ich ja gar nicht mehr hin. Oder doch? Du solltest besser kommen, wenn ich dich rufe. Du solltest besser kommen, wenn ich dich rufe. Und wenn nicht. Jetzt muss ich die ganzen kleinen Kackviecher hier kaputt machen. Ich will dich nicht nochmal rufen müssen. Ich will dich nicht nochmal rufen müssen. Los die Fresse. Muss ich ihn vielleicht von vorne irgendwie treffen, dann immer in die Fresse rein? Irgendwie. Das geht alles nicht, das kaputt. Ach so, aha, oho. Jetzt weiß ich doch wieder, was ich machen soll. Gucken wir aber gleich wieder rum, Holt. Hallo. So, denn, pass auf. Hier runter. Dann hier hoch und dann. Hui! So. So, Senior, ich bin ja schon da. Meine Güte, ey. So. Palim, palim. Oh, guck mal, der hat einen guten Kopf. Sieht ein wenig krank aus, der gute Bursche. Oh, guck mal, die können blocken, die Schweine. Nicht in Ordnung. Überhaupt nicht in Ordnung. Ausgemischt. So. Weil ich für die muss ich mich auch gar nicht verwandeln, muss ich sagen. Macht keinen Sinn. So. Mal den hier. Ich will ja mal ein paar andere Moves bringen. Wobei dieser Dash-Angriff eigentlich schon mit einer der coolsten Angriffe ist, weil kann ich die Degner auch direkt auf Distanz halten.
Bin schon ziemlich gut, ey. Da komm, ein bisschen mit dem Handschuh können wir auch mal kämpfen. Lol. Cooler Move. So, nun können wir weitergehen. Können wir jetzt eigentlich auch hier lang? Oder? Aber was können wir denn hier machen? Frage ich mich nichts. Wow. Aber wobei, das stimmt ja nicht ganz. Achso. Wieder zurückgehen, würde ich mal jetzt vermuten. Da oben ist auf jeden Fall noch ein Bruchstück. Okay, Moment, da muss ich irgendwie jetzt rauf. Von hier. Los, Krieg! Jawoll! Krieg kriegt das Artefakt. Gut, gut. Jetzt weiß ich nicht, wie ich da rüberkomme. Und die man auch schnell kaputt hauen, weil, ne, weil Nerven und so. Wobei. Ja. Hä? War schon tot. Enttäuschend. Übersehe ich etwa schon wieder was, wo man sich dran festhalten kann. Aber nö, irgendwie nicht. Oder wahrscheinlich doch. Hier nicht. Ja doch, ich muss hier wahrscheinlich schon weiter. Weil man muss... Ja, aber darüber springen macht auch keinen Sinn. Mann, oh. Ich muss da irgendwie hoch, aber wie komme ich da hoch? Ach so, da darf man gar nicht dran. Das ist natürlich blöd. Nee, hier könnten... Nee, Moment, doch. Nee, Moment. Nee, doch. Nee, Moment. So. Wird ein Schuh draus. Mhm. Herz allerliebst. So, was hier? Wir drehen direkt mal. Aha. Aha. Was passiert denn, wenn ich hier jetzt runterfahre? Ah, guck mal, hier kann man irgendwas kaputt machen. Ob ich das will, ist die andere Frage. Wo soll ich denn hier was kaputt machen? Hm. Aha, okay. Ich vermute zumindest, dass das richtig ist. Fluss aus Blut. Jetzt komm mal runter, du Spinntier. Ah. Ich vermute, ich soll das da raufschieben. Oh, das war zu weit. Verdammt. Und dann kann man das oben irgendwie benutzen. Ich weiß noch nicht genau wofür, weil ich noch nichts gesehen habe, was ich kaputt machen kann. Aber ist ja egal. Guck mal, hier ist auch so ein Ding. Okay. Okay, okay, okay. Dann holen wir das mal eben nach oben. Oh, oh. Weg damit! So, hier. Ja, dreht euch mal im Kreis und bang! Aber die sind irgendwie nicht tot. Gut, das macht jetzt auch nicht so viel weiter Spaß. Deswegen gehen wir jetzt mal weiter. Ich habe die von hier weggelockt. Das ist ja schon mal etwas. Nein, du Scheiße. Boah, jetzt muss ich erst alle töten, weil hier nervt gerade übertrieben. Oh, verpiss you. Und du dich auch. Jetzt versuchen wir es nochmal kurz hier hoch. Nein, da.
LOL, wie... Alter, ich bin so weit weg und es trifft mich trotzdem der Scheiß, das ist ja... Also wirklich. So schnell. Krieg! Oh, Junge, 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 jetzt runter! Verkackter Mungo, ey, ohne Scheiß. Ah, ha! Da ist das also. Aha. Gut. Jetzt habe ich diesen beschwerlichen Weg auf mich genommen. Ich weiß wofür. Kann ich das so weit darüber schlagen? Ich weiß es ja auch nicht, ey. Aber wo doch, ne? Müsste gehen eigentlich. Mal schauen. Ich stelle uns jetzt genau hier hin. Ja. Ja. Genau so wollte ich das haben. Ich würde mal sagen, wir machen das in der nächsten Folge. Krieg braucht, glaube ich, eine kleine Pause. Bis dahin bedanke ich mich natürlich, dass ihr eingeschaltet habt. Hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Bis dann. Haut rein.